Herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Online. Nehmt den Stab der Saftsprecherin. Ja, wie? Ich kann mich nicht bewegen. Sprecht mit Xutas. Xukas. Mann, die sind... Ich will andere Namen für diese Chars haben. Mann, welche, die man aussprechen kann. Ah! Erstmal raus. So, hier müssen wir hoch. Oder auch nicht. Nee, wir sollen wieder runter. Na toll. Oh, einmal hier durch. So, jetzt aber. Hui! Xukas! Wo bist du? Ach da. Ah, Beko. Es tut mir leid, dass ich euch zurückließ, aber ich musste die Verfolgung aufnehmen. Cassandra hat den Stab genommen. Ein Geschenk der Traumsohle und der Schlüssel zum Residuum von Argon, ja? Ich wurde zu müde, aber Jaxik verfolgt sie weiter wie eine steife Brise, glaube ich. Cassandra hat uns verraten. Das hat sie. Cassandra will das Residuum für sich selbst. Ich zeige die Schuppe der großen Überraschung. Das ist ein Witz. Ihr habt die Geschichte des Residuums gesehen. Ein Samen geboren aus Blut und Trauer. Es darf nicht Cassandra gehören. Wir müssen sie aufhalten, bevor es zu spät ist. Wir erhalten irgendeinen Brustteil aus der Stammeskiste und einen Fertigkeitspunkt. Cassandra ist flink für eine Lukiol ihres Alters. Sie hat mehr Saft in sich, als ich erwartet hätte. Freundin Jaxik wird allein gegen Cassandra und Peitschenschwanz kämpfen, falls sie sie erwischt. An jedem anderen Tag würde ich sagen, sie gewinnt. Aber mit diesem Stab, was sollen wir tun? Ich folge Ihnen. Sehr schön. Aber jemand muss die Kunde von Cassandras Verrat zurück nach Lilmoth und zu den Stammesdörfern bringen. Falls sie irgendeine uralte Macht entfesselt, sollten alle dafür gewappnet sein. Ich bin in den Flüssen flink unterwegs. Ich stoße wieder zu euch, sobald ich fertig bin. Wo kann ich die Spur aufnehmen? Jaxik verfolgt ihre Beute nach Tiefmoor, nordöstlich von hier. Es ist ein Ort der alten Ängste, Beko. Kein Saxleel jagt dort. Nicht einmal die tapfersten Karls. Das wird Jaxik nicht aufhalten. Nagazorn macht sie stark, aber auch leichtsinnig. Sie wird eure Hilfe brauchen. Keine Sorge. Ich hole Jaxils... Jaxik-Ohren ein. Beeilt euch. Freundin Jaxik würde auch eine Leiter bauen, um gegen die Sonne zu kämpfen, wenn diese ihr in die Quere käme. Eine liebenswerte Eigenschaft, die sie eines Tages umbringen wird. Heute ist hoffentlich nicht dieser Tag. Können wir darüber sprechen, was gerade geschehen ist? Natürlich. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich viele Einsichten bieten kann. Ich habe nur Schatten gesehen und bloß Flüstern gehört. Es war eine Saftsprecherin dort, oder? Eine Saxleel, die der Hist mit dem zweiten Blick und dem zweiten Gehör gesegnet hatte. Und sie hat euch ihren Stab gegeben, nicht wahr? Genau. Sie meinte, dass er mich zum Samen führen würde, zum Residuum. Aber wir haben ihn an Cassandra verloren. Er mag uns immer noch dorthin führen, Beko, wenn wir Glück haben. Wir verfolgen Cassandra und Cassandra hat den Stab. Ob wir den Stab nun haben oder nicht, wir werden das Residuum trotzdem finden. Vertraut der Saftsprecherin, vertraut dem Hist. Vor allen Dingen, nachdem sie uns ja gesagt hat extra, dass der Stab uns genommen wird, aber uns trotzdem dahin führt. Das haben anscheinend alle wieder vergessen, inklusive meinem eigenen Char auch, weil sie fragt jetzt, wie könnt ihr euch da so sicher sein? Glaube ist nicht immer leicht. Sogar für uns, die wir den Willen des Hists in unseren Herzen spüren. Wenn ihr dem Hist nicht vertrauen könnt, dann vertraut mir. Das ist euer Weg, Beko. Ich weiß es. Wo ist Famia? Ist sie mit Cassandra aufgebrochen? Eine sehr gute Frage. Ich kann nicht glauben, dass Freundin Famia uns auch verraten würde. Vielleicht versucht sie, Cassandra umzustimmen. Ich kann euch eines sagen, Beko. Ich habe Cassandras Blick gesehen, bevor ich dem Gas erlag. Sie wird ihre Meinung nicht ändern.
Also, dass die das jetzt vielleicht nicht mitbekommen haben, weil die schon alle am Boden lagen, das kann ich noch verstehen. Aber ich bin in dem Moment rausgekommen, kurz bevor der Peitschenschwanz zu Famia gesagt hat, dass sie aufstehen soll und mit dem mitkommen soll. Und die ist ja unfreiwillig mitgekommen. Also was soll die Frage jetzt? Und was ist mit Peitschenschwanz? Auch fort. Seine Seele ist verdorrt und verdreht wie ein trockenes Dornengestrüpp. Er stellt sich als Naga dar, doch im Herzen ist er ein Monstrum. Cassandra hat nichts von ihm zu befürchten, aber Freundin Famia, meine Kehle wird trocken vor Sorge. Was wird geschehen, wenn Cassandra vor uns das Residuum erreicht? Die Saftsprecherin meinte, die Seelen ihres Stammes hätten sich im Residuum eingenistet, oder? Wenn Cassandra die Seelen eines ganzen Stammes in ihren Besitz bringen kann, wird sie auch einen Weg finden, sie zu beherrschen und sie irgendeinem finsteren Zweck dienen zu lassen. Das können wir nicht zulassen. Ihr glaubt nicht, dass die Seelen sich wehren würden? Vielleicht. Aber diese Gegenwehr würde nur zu noch mehr Schrecken führen. Ein Stamm wütender Seelen, der gegen eine grausame Manipulatorin ankämpft, würde ein Teil ihrer Grausamkeit auf ihn abfärben? Oder würden seine Angehörigen voller Groll und Argwohn zum Hist zurückkehren? Wer vermag das schon zu sagen? Tja. Wir jedenfalls nicht. Ich schau mal eben, wo wir eigentlich hin müssen. Und zwar da oben hin. Dann würde ich sagen, ich mache mich jetzt erstmal auf den Weg dorthin. Ich schau mal, wie ich überhaupt rauskomme. Ach, auf der Seite. Und dann sehen wir uns gleich am Zielort wieder. Bis gleich. So, da ist die Höhle. Ich wollte gerade sagen, da können wir wahrscheinlich nicht reiten. Finden wir sie hier oder finden wir sie nicht? Da bin ich jetzt nicht unbedingt rum. Das dauert mir zu lange. Sud, wie viele von euch muss ich töten? Uyel, ich fauche Feuer. Fast hätte ich diese Lukiul-Vettel Cassandra gefangen, aber dann kam von allen Seiten Schwarzgardisten. Zoyei und ich können diese Grels nicht schnell genug töten. So werden wir sie niemals einholen. Kaok! Cassandra arbeitet mit der Schwarzgarde zusammen? Ja, von Anfang an. Ich werde jetzt nicht sagen, dass ich euch gewarnt hatte. Erinnert ihr euch noch an ihren schlaffschwänzigen Gehilfen Peitschenschwanz? Er ist einer von ihnen. Jetzt eskortieren er und seine wilden Cassandra und machen uns die Verfolgung unmöglich. Jetzt bin ich ja da. Zu zweit sollten wir in der Lage sein, da durchzukommen. Ihr habt recht. Aber etwas... Kaum, dass ich hier in Tiefmoor angekommen war, begann der Hist zu mir zu flüstern. Er versuchte, meinen Zorn zu dämpfen. Er drängte mich dazu, Geduld und Vertrauen zu zeigen. Ich hasse das. Aber ich lasse meine Zunge wandern. Die Spur wird kalt. Wir müssen die Jagd wieder aufnehmen. Psst. Jatzik. Da steht jemand hinter dir. Was denkt sich Cassandra? Ich schüttle den Kopf. Ihr erwartet von mir, das verdorrte Herz irgendeiner verschlagenen Lukiul zu beschreiben? Sie ist eine Wilde und der Nachwuchs von Wilden. Ich habe gehört, sie beklagt sich darüber, dass der Hist nicht zu ihr spricht. Er spricht nicht zu ihr, weil sie dessen nicht würdig ist. Was glaubt ihr, was sie mit dem Residuum tun wird? Ich balle die Faust. Anfangs mag sie es nur benutzt haben, um die Türen zum Hist aufzuzwingen. Um den Hist dazu zu bringen, so zu ihr zu sprechen, wie er zu uns spricht. Aber jetzt? Ich glaube, sie will seine Macht einsetzen, um über uns zu herrschen. Was könnt ihr mir über Tiefmoor erzählen? Es ist nicht wie die Sumpflande, die ihr kennt. Alcitis geht dort um und unglückliche Geister beobachten jeden eurer Schritte. Ein böser Ort. Wenn ihr hier fallt, fallt ihr in die Leere. Also fallt nicht. Es wirkt vertraut. Ich wühle nach Erinnerungen. Vielleicht etwas, was ihr in der Traumsohle gesehen habt. Ich erinnere mich nur an wenig.
an Schatten und an den Geschmack von Blut und Rauch. Haltet so viele Erinnerungen fest, wie ihr nur könnt. Sie werden euch noch gut dienen, glaube ich. Habt ihr Famia gesehen? Ich schüttle den Kopf. Nein, nur ihre Spuren. Ich kann euch sagen, dass sie sich müht, den Anschluss nicht zu verlieren und dass sie sich oft umdreht. Vielleicht, um herauszufinden, ob wir ihr folgen. Sie hat das Herz eines Schlüpflings und nicht das einer Betrügerin. Wenn sich Cassandra gegen sie wendet, hat sie nicht viel Zeit. Ja, dann mal los. Ihr seht überrascht aus. Ich hatte es euch doch gesagt, ich schwimme wie ein Harpunenfisch. In der Regel folgt darauf ein Nickerchen, doch das wird warten müssen. Ihr habt Jaxik gefunden. Gut. Alle sind vor Cassandras Hinterlist gewarnt. Viele Saxleel eilen uns zu Hilfe, aber ich glaube, sie werden zu spät eintreffen. Sie werden vorsichtig sein müssen. Cassandra hat eigene Verbündete gefunden. Die Schwarzgarde. Dann war sie also die ganze Zeit mit den Gardisten im Bund? Da vertrocknen mir ja die Schuppen. In kleiner Zahl stellen sie kaum eine Bedrohung dar. Aber mit einem Verstand wie dem von Cassandra und dem Residuum in ihren Händen. Vielleicht hat Jaxik sie schon alle erschlagen und wir haben keinen Grund zur Sorge mehr. Ich fürchte nicht. Sie eskortieren Cassandra irgendwo hin. Jaxik Orn konnte sie nicht einholen. Vielleicht in das Dorf, das der Hist euch in der Traumsuhle zeigte? Der alte Shuvu hat mir von einem Dorf in Tiefmoor erzählt. Doch um es zu erreichen, muss man die Stadt der Todesschlange durchqueren. Xul Tuxis. Ich wünschte, es wäre nicht so, aber wir haben keine Wahl. Gehen wir. Nach draußen oder soll ich jetzt hier weitergehen? Da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Durchquert Tiefmoor. Also müssen wir eigentlich wieder zurück, ne? Ich meine, es hätte ja jetzt auch sein können, dass wir jetzt da hinten irgendwie weitergemusst hätten und dann da ausgekommen wären. Aber hier zeigt er mir, oder müssen wir hier rum? Ne, wir müssen, glaube ich, doch auf der Seite weiter. Ich meine, wo bin ich denn jetzt hergekommen? Oh, Hallöchen, Nirnwurz. Ich drehe mich im Kreis. Egal. Sammeln wir erstmal die Sachen ein. Da hinten läuft er. Also sind wir ja von der Richtung gekommen. Die Frage ist nur... Was bist du denn für einer? Das war einst ein Ort, den nur die Stämme kannten. Ich schätze, diese Tage sind vorbei. Ich hoffe, sie kehren wieder. Warum die Sorge? Das ist kein sehr ausgetretener Pfad. Dieser ruhige Schlamm sollte ungestört bleiben, abgesehen von den Pflegern. Wenn die Zuflucht Besucher hat, lässt das Unglück nicht lange auf sich warten. Was ist die Zuflucht? Ein geheimer Ort. Ein sicherer Ort. Was ihr sehen könnt, ist nur die Oberfläche. Unter dem trüben Wasser, sehr, sehr tief darunter, gibt es einen Ort, an dem alle Stämme Unterschlupf finden, wenn Sitis Trübmoor neu zu formen trachtet. Invasionen, Naturkatastrophen, nichts kann uns in den Schlamm folgen. Und ihr seid einer der Pfleger, die ihr erwähnt habt? Fürs Erste. Zu jeder Jahreszeit schicken die Stämme Pfleger, damit die Zuflucht bereit ist, wenn die großen Wandlungen eintreten. Niemand kommt ohne Not hierher. Wenn der Ärger nachfolgt, wird die Zuflucht bereit sein. Ja, dann hoffe ich mal, dass die jetzt auch bereit sein werden. Kann ich das hier irgendwie als Abkürzung sehen, wollte ich eigentlich gerade fragen. Da bin ich dann einfach so abgerutscht. Okay. Kann ich nicht, weil wir irgendwie komplett hier... Ich bin hier gerade total... Es ist total verworren hier. Ich bin... Ach, gucke mal. Da oben haben wir... Komme ich da von unten dran? Da oben haben wir einen Teil. Moment, da muss ich nochmal eben hoch. Das sammeln wir natürlich mal direkt ein. Ein Teil, was übrigens auch hier zu diesen...
Ruf ins Jenseits. Könnt ihr gerne durchlesen. Was auch zu den Museumsstücken gehört, nämlich die Sisei-Tafel. Die nehme ich mal mit. Weil wir ja immer wieder auf diese Sachen treffen. So, und ich bin jetzt so verwirrt, dass ich keine Ahnung mehr habe, wo ich jetzt war oder wo ich hin muss. Hier sind wir eben durchgelaufen. Ich würde sagen, da gehen wir jetzt einfach mal weiter. Obwohl, da kommen wir da hin. Norgwos. Warnsteine. Unsere Altverwandten stellten sie auf, um Saxlil fernzuhalten. Die Traumsohle aber wir hat werden diesen sie Ort als gezeigt, Wegweiser nutzen. Einen Ort, Furcht an dem man seine Stärke unsere Feinde. Beweist. Ich schätze, bald lernen wir sie kennen. Reichlich Gelegenheit dazu. Stimmt, hier sind wir entlang gelaufen. Schade, dass ich die Truhe jetzt nicht nehmen kann, ohne dass mich hier alles angreift. Jo, genau. Lass mich bloß nicht eine Taste mal drücken. Kein Thema. Bin ich gewohnt. Ja, läuft mir alle hinterher. Stand mich erstmal 5 Minuten. Das war falsch da hinten, soweit ich weiß. Doch für wen? So. Geh mir nicht auf den Senkel. Ich kämpfe nicht mit euch. Wie oft denn noch? Nein, das dauert mir zu lange. Nein, ich bleibe im Block und renne weiter. So, da können wir jetzt natürlich wieder nicht durch. Es ist nicht so gruselig, wenn man die Augen zusammenkneift. So richtig fest. Nein, es ist immer noch grässlich. Nein, wieso gehst du jetzt runter? So, wir müssen hier einmal durch. Oh, geht mir nur auf den Senkel. So. Arbeitet mit mir. Nein, ich arbeite nicht mit dir. Ich habe keine Zeit dafür, Basti. Du kannst mit denen spielen. Ich gucke, dass ich hier weiterkomme. Ich muss die Welt retten, okay? Mal wieder. Schade, dass ich nicht zum Stunnen habe. Das wäre natürlich einfacher. Boah, jetzt kann ich den Brief nicht lesen, oder was? Ich konnte den Brief lesen, bis dieser Idiot mich angegriffen hat. Was ist jetzt los? So. Unwürdig. Warum haltet ihr inne? Jeden Moment, den ihr zögert, weitet sich der Abstand zwischen uns und unserer Beute aus. Außerdem will uns alles in dieser Stadt schaden. Wir sollten nicht lange an einem Ort bleiben. Dann quatsch mich nicht doof an, sondern lass mich das lesen. So, Cassandra, ihr habt mich und meine Jungs gebeten, uns auf den Bereich um das Tiefmoor zu konzentrieren. Und euch wird freuen, dass euer Hinweis gestimmt hat. Wir haben im Sumpf eine versunkene Stadt gefunden. So etwas habe ich noch nie gesehen. Ist wohl so langsam versunken, dass noch alles intakt ist. Natürlich durchzogen mit Fallen und Flüchen, aber intakt. Jetzt kommt der Teil, der euch interessiert. Soweit ich das überblicken kann, ist hier nichts, was eurer Beschreibung des Residuums von Argon entspricht. Aber einer der Argonia, die für mich arbeiten, konnte ein paar der Inschriften an diesen Ort für mich übersetzen. Sie erzählen von einem Gleichgewicht, das einst zwischen zwei Stämmen bestand. Ein Stamm hatte sich den Schatten verschrieben, der andere dem Licht, der Sonne. Das Wechselspiel zwischen diesen beiden Stämmen war angeblich der Schlüssel zur Macht des alten Argonien. Der Tempel, den wir entdeckt hatten, gehörte dem Stamm, der dem Stamm Schatten folgte. Aber wenn ihr mich fragt, gibt es keinen Hinweis darauf, dass es sich bei ihm um etwas anderes handelt als um verrückte Echsen, die Ritualopfer darbrachten. Vom Tempel der Sonne wird gesprochen, als wäre er ganz in der Nähe. Aber es gibt hier zahlreiche Türen, die uns verschlossen bleiben. Wie dem auch sei, wenn es euren Schatz gibt, dann können wir hier kurz davor stehen, ihn zu finden. Ich habe so ein Gefühl, dass wir herausfinden müssen, wie wir diesem Tempel ein richtiges Opfer darbringen könnten, bevor wir weiterkommen. Von mir aus, ich brenne darauf zu sehen, wie dieses Ding funktioniert. Peitschenschwanz. Okay, das kann man nicht öffnen. Da kommen wir noch was. Ah, Moment, hier ist doch zerbröckelte Mauer, sehr schön.
optional. Fasst mich nicht an! Wo ist Cassandra? Nun, sie ließ euch in meinen Wegen hängen. Schätzchen, ihr habt den Fehler gemacht, nicht mehr nützlich zu sein. Aber keine Sorge, mir fällt da was ein. Ich gehe nirgendwo mit euch hin. Oh, eine Verfolgungsjagd? Gut, es macht mir Spaß so. Ihr nach, Jungs, bringt sie in die Opferkammer. Cassandra kann nicht weit sein. Sie hofft wohl, uns aufzuhalten, indem sie Freundin Farmia bedroht. Xut, kommt, finden wir einen anderen Weg tiefer in die Ruinen. Das werden wir hoffentlich. Moment, wo ist sie jetzt? Sie ist da unten. Das heißt, wir sind von da ja auch gekommen, ne? Das heißt, hier müssten wir eigentlich... Ne, Moment, von hier sind wir gekommen. Ja, geh bloß nicht den einen Millimeter da hoch. Ach nee, das ist wegen diesem dämlichen Ding hier, ne? Okay, ich sag, ich behaupte das Gegenteil, ich nehme alles zurück. Falsche Reihenfolge, aber egal. So, Moment, da können wir durch. Und da ist eine Tür, sehr schön. Die Gebeine der uralten Toten erheben sich im Groll. Peitschenschwanz sollte für die Schändung dieses heiligen Ortes büßen. Ja, das kommt mir alles doch so vom Mazatum bekannt vor. Och, ich dachte gerade, was bewegt sich denn da? Das sah aus wie so ein Schädel. Das war ein Pilzkäfer. Cassandra! Ihr habt es bis hierher geschafft. Beeindruckend. Leider habt ihr anderweitige Verpflichtungen. Folgt mir und Farmia stirbt. Ich knirsche mit den Zähnen. Nur euer Tod ist gewiss. Genug der Theatralik, Jaxik Orn. Der Hist erlaubte es mir, diesen Stab zu bekommen. Sicher trotzt ihr nicht dem Willen der Wurzeln. Nun verhöhnt ihr den Hist. Ich schneide euch die Trockenzunge aus dem Lügenmaul. Wartet, Jaxik! Kaok, geht und rettet Freundin Farmia vor diesem irren Naga. Ich versuche, Jaxik am Leben zu halten. Okay. Die nerven mich jetzt so langsam hier. So. links rum. Ich warte ja immer noch darauf, dass irgendwo aus den Wänden plötzlich Fallen rausspringen. So Pfeile auf mich drauf oder so. Da oben. Gott sei Dank, da hat sich doch schon wieder was bewegt. Ihr könnt mich jetzt mal, ihr bösen Pilzkäfer. So. Die Kurfax. Sehr schön. Was ich immer gut gebrauchen kann, weil ich es nie habe. Beziehungsweise es schnell weg ist. Wir müssen hier raus. Ich würde mich lieber auf ein Boot schleichen, als Lilmut verlässt, als noch länger hier zu bleiben. Peitschenschwanz ließ uns vor kurzem eine Wand niederreißen. Auf der anderen Seite war alles voller Leichen von Agunia. Er zwang uns, die Leichen nach ihren Grabbeigaben zu durchsuchen. Wir haben schon vorher Gräber im Sumpf ausgeraubt, aber das hier war anders. Ich konnte spüren, dass hier drin etwas war. Als ich eine der Leichen wegschob, wurde mir klar, dass ich hier drin sterben werde, wenn ich nicht abhaue. Jetzt glaube ich euch. Ihr habt gesagt, ihr seht Dinge, hört Dinge. Jetzt geht es mir auch so. Ich habe Agonia durch die Hallen schreiten sehen. Ich habe gesehen, wie sie ihresgleichen geopfert haben. Die, die geopfert wurden, gaben sich ohne Angst und freiwillig hin. Und all das ohne jedes Geräusch, das hat mir Angst gemacht. Besonders, weil ich wusste, dass die nicht wirklich hier waren. Sie waren wie Echos aus einer anderen Welt. Und Peitschenschwanz wird nicht aufhören. Er will mehr. Er ist überzeugt davon, dass hier uralte Waffen versteckt sind. Gesegnet von Sitis, sagt er zumindest. Ich glaube, dass der ganze Ort hier verflucht ist. Ich werde versuchen, wegzulaufen. Ich weiß, dass ihr auch fliehen wollt. Wir treffen uns in dem Raum, den wir für Cassandra eingerichtet haben. Morgen um Mitternacht. Und verbrennt diese Schriftrolle, nachdem ihr sie gelesen habt. Peitschenschwanz darf davon nichts erfahren. Er will uns beide umbringen. M. Ja. Scheinbar wurde es nicht verbrannt. Also vermutlich auch nicht gefunden.
müssen einmal hier rum. Er hört mich, sieht es. Euer Altar blieb viel zu lange unbefleckt vom Blut. Verleiht mir eure Macht und ich schneide euch. Hilfe! Zur Hilfe! Bitte! Ich komme! Ja, ich. Darauf warte ich schon lange. Na kommt! Ich bin doch schon da. Und jetzt? Dieser Verrückte hatte es nicht besser verdient. Ach, du bist kommt, da oben. Hier entlang ist ein Ausgang. Okay. Mir wird aber... Ach so, okay. Ich wollte gerade sagen, mir wird der aber woanders angezeigt. Aber nee, ist schon okay. Ist der richtige Weg. Ich laufe mal vor, ja, weil ich bin schneller als du. Tut mir leid. Wenn die Pilzkäfer mich nicht immer aufhalten würden. Hört ihr es denn nicht? Mir klappern die Zähne. Ich höre es, Jaksik. Aber ihr müsst atmen. Ah, Beko. Und Freundin Famia? Dank sei dem Hist. Ihr habt euch um diese Schlange Peitschenschwanz gekümmert, ja? Mein Bauch brannte vor Sorge um Freundin Famia und euch. Wir haben weniger gute Neuigkeiten. Wir haben die Wasserwege benutzt und Cassandra fast erwischt. Aber sie ist entkommen. Was ist geschehen? Wir hatten sie schon fast. Unsere Krallen wollten sich gerade um ihre Kehle schließen. Da schrie Jaksik auf und brach zusammen. Ich brachte es nicht übers Herz, sie zurückzulassen. Wie sie immer sagt, ich habe den Bauch einer Weichschalenkrabbe. Was stimmt nicht mit ihr? Sie wirkt erschüttert. Wenn man mit ihr spricht, bemerkt man es nicht. Aber Jaksik ist nicht so grausam, wie es den Anschein hat. Sie empfindet tief, tiefer noch als ich. Die Luft im Tempel ist stickig vor lauter Erinnerungen und sie hört sie alle. Ist sie reisefähig? Wir müssen in Bewegung bleiben. Ja, sie murmelt etwas über den Baum, der uns leitete. Sie meint, er wäre ganz in der Nähe. Ich möchte auf keinen Fall, dass Cassandra sich das Residuum holt, aber... Wir müssen diesen Traumbaum finden. Unsere ganze Eile hat uns kaum etwas genutzt. Wir sollten uns die Zeit nehmen, um dem Hist zu lauschen. Was könnt ihr mir über diesen Traumbaum erzählen? In der Traumsule lebte euer Anders-Ich in einem Dorf aus Stein mit einem großen Histbaum in der Mitte. Die Eile-Iden-Elfen griffen das Dorf an und waren zunächst auf agonische Seelen aus und erst dann auf die Geheimnisse des Baums. Es ist dieser Baum, der uns leitet. Dann versuchen wir also, dieses Dorf zu erreichen. Ja, das Residuum wurde dort geboren und dort schläft es noch. Ich spüre, dass es den Eileiden nicht gelungen ist, es an sich zu reißen. Doch mit der Macht des Stabs der Saftsprecherin könnte Cassandra genau dies gelingen. Gesundheit? Ich glaube, das war ein Frosch. Ich bin mir kommt, nicht ganz sicher. Es geht hier lang. Und schon ist sie wieder weg. Wird sie zurechtkommen? Ja, Freundin Famia. Das ist der Wille des Hists. Ihr werdet es sehen, schätze ich. Erstaunlich. Ach so, dieses Dorf habt ihr in eurer Traumsuhlenvision gesehen, richtig? Ja, das ist, was davon übrig ist. Nun, ich bin keine Baumkundlerin, aber mit diesem Hist stimmt etwas nicht. Er ist doch nicht tot, oder? Nein, aber er kämpft gegen den Schlaf an. Seine Kraft fließt ganz in das Residuum. Nun, das ist schon wirklich etwas. Ja, ist es. Sind die jetzt fertig? Ich blähe die Nüstern und fülle meine Lungen. Riecht ihr es, Oyel? Die Trockenheit der Äste, die Lockerheit des Bodens. Dieser Hist schlummert wie die Toten. Doch er ist noch nicht tot. Seine Stärke liegt im Residuum, in den Seelen seines Stamms. Wird er wieder zum Leben erwachen, wenn wir das Residuum holen? Ja, das Residuum ist ganz in der Nähe. Tief unter unseren Füßen, geborgen zwischen Ranken und Moos.
Ihr habt seine Ruhestätte bereits gesehen. In eurer Traumsuhle. Eine Höhle aus Wurzeln und Fels. Zoyay und ich würden mit euch gehen. Aber wir können nicht. Warum nicht? Sukas und ich, wir haben hier Wurzeln geschlagen. Ich kann es Trockenzungen nicht erklären. Es ist so, wie die Sonne aufgeht. Oder die Flüsse dem Meer entgegenströmen. Es ist einfach, wie es ist. Xukas und ich wachen über den Baum, weil wir das müssen. Ihr findet das Residuum, weil ihr das müsst. Ich kann euch nicht irgendwie umstimmen. Ich könnte eure Hilfe gebrauchen. Ich weiß, aber ihr werdet sie nicht brauchen. Nehmt Famia mit und geht zu Daxanmeer östlich von hier. Beschützt sie. Sie trägt die Haut einer Menschenfrau, aber der Hist kennt ihr Herz. Ihr beide werdet Cassandra aufhalten. Daran glaube ich. Und ihr solltet das auch tun. In Ordnung. Famia und ich werden diese Sache zu Ende bringen. Ja, Famia, bevor ich jetzt allerdings mit dir spreche. Ich denke mal, dass das noch eine Weile dauern wird. Ich bin mir jetzt hier ehrlich gesagt nicht ganz im Klaren darüber. Ich werde auf jeden Fall die Folge, die ich jetzt aufgenommen habe, in zwei Teile erstmal cutten, damit es nicht zu lange wird. Und ich denke mal, hier ist auch noch ein ganz guter Punkt, wo wir auch nochmal einen kleinen Cut machen sollten und wo wir dann in der nächsten Folge weiterschauen werden, durch dieses Verlies laufen werden, unsere Aufgabe erfüllen werden und dann ja hoffentlich ein großes, glorreiches Finale erleben werden. Weil ich habe so das Gefühl, dass es wirklich auf das Ende zugeht. Ich meine, klar, der Stab ist jetzt gestohlen worden und der Stab kann jetzt alles hier kaputt machen und so weiter. Deswegen, das riecht alles nach großem Finale. Deswegen sage ich mal, bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.